Wir freuen uns natürlich, dass wir es geschafft haben, mit einem Minister und einer Ministerin gemeinsam diesen Startschuss zu geben. Es ist ja nicht alltäglich, dass man zwei Ministerien noch von unterschiedlichen Parteien an einen Tisch bringt. Aber das zeigt eigentlich, wie wichtig dieses Thema auch ist, für das wir uns einsetzen. Und ja, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Demenz ist eine Krankheit, vor der viele Menschen Angst haben in unserem Land. Es ist immer noch ein Tabuthema. Aber viele ältere Menschen haben Demenz und es ist auch nichts Schlimmes, im Gegenteil. Und wir wollen gerne, dass viel mehr in unserem Land über Demenz Bescheid wissen, dass man Ängste verliert und dass man vor allem weiß, wie man jemandem Dementen helfen kann, wenn man ihn trifft. Das Ziel ist wirklich, eine Bewegung in unserem Land zu schaffen, dass von Demenz betroffene Menschen wissen, wir sind nicht allein, wir sind keine Randgruppe, wir wollen mitten im Leben stehen. Wir wollen die Familien vor allem stärken, die demente Angehörige haben. Wir wollen nicht, dass sie sich isoliert fühlen, alleine fühlen mit dem Thema. Wir wollen, dass sie sehen, die Nachbarn kennen sich aus, wenn auch mal ein verwirrter Mann in der Straße ist, dass ihm geholfen wird, dass man eben nicht alleine mit dem Problem steht. Das Ziel ist eigentlich, möglichst viele Menschen in Deutschland zu erreichen, die Demenzpartner werden. Das bedeutet, einen 90-minütigen kostenlosen Kurs zu absolvieren. In diesem 90-minütigen Kurs erfahren Sie einmal, wie man auf Menschen mit Demenz zugeht, aber Sie erfahren auch ganz praktische Dinge, wo man Hilfe kriegt, auch bei den Alzheimer-Gesellschaften oder Pflegestützpunkten. Und ich hoffe, dass die vielen Alzheimer-Gesellschaften vor Ort in unserem Land auch dazu beitragen, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, dieser Kurs bringt mich weiter. Im Umgang vielleicht mit demenziell erkrankten Angehörigen, Nachbarn. Ich will auf jeden Fall mir die Zeit nehmen und kann einen Beitrag leisten zu einer menschlicheren Gesellschaft. Der Kurs ist an und für sich für jeden geeignet, weil es nicht nur für medizinisches Personal oder Pflegepersonal ist, sondern eben auch für jedermann, der mit Älteren oder Demenzkranken konfrontiert ist. Man kann auf jeden Fall sehr viel Positives mitnehmen. Wir brauchen noch mehr Menschen, die keine Scheu haben, die etwas verstanden haben von dieser Krankheit, die sagen, dein Erinnerungsvermögen mag nachlassen, aber wir vergessen dich nicht. Und wenn das ganz viel Schule macht, bei uns im Ministerium war jetzt der erste Kurs, wenn an ganz vielen Stellen im Supermarkt, in der Post, wo auch immer, demenziell Erkrankte ihre Angehörige auf informierte Mitmenschen treffen, dann ist das eine tolle Sache. Also das muss weitergehen.